Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich werde heute in diesem Video Zündkerzen wechseln beim BMW 36 und ja, Beispiel am M43 und wie das jetzt geht, zeige ich euch natürlich. Ja, wenn wir die Zündkerzen wechseln wollen, die sitzen hier unten, eine recht beschissene Situation jetzt. Ich in meinem Fall baue jetzt erstmal die Zündspule weg, damit ich dann da mehr Platz habe hinzukommen. Das ist eine 8er Schlüsselweite. Erstmal anlockern und jetzt Stecker für Stecker ziehen. Zack, erster, zweiter, so. Dritter ist auch unten. Zack. So, jetzt sind alle unten. Nehmen wir die Zündspule weg. So, wenn ihr das jetzt hier unten reingesteckt habt mit dem jeweiligen Zündkerzenschlüssel, dann ratsche drauf, ist es sau eng da reinzukommen. So, dann die Ratsche abstecken, weil sonst komme ich hier nicht vorbei. Und hier haben wir jetzt die Zündkerze, die alte. So, die neue Zündkerze ist jetzt drauf. Wie gesagt, die steckt man hier nur drauf und der Gummi hält die dann. Das Ganze jetzt hier wieder zurück. Erstmal anfädeln. Und das bitte gerade anfädeln und nicht schief, weil sonst ist euer Zylinderkopf erstmal im Arsch. Die werden dann nämlich später mit dem Drehmoment angezogen. Und gehen wir an die zweite Zündkerze, auch wieder Schlüssel drauf, stecken, dann Ratsche drauf und die ganze Geschichte rausdrehen. So, hier ist auch die zweite. So, dann die zweite, auch wieder wie die erste draufstecken. Dann hier rein, wieder anfädeln, so lange reindrehen, bis es einen Halt hat. So, der Spaß jetzt mit der dritten. So, die dritte dann auch wieder so rein und so weiter, auch wieder anfädeln. Und wie gesagt, aufpassen, dass es nicht schief anfädelt, weil wenn er die schief reindreht, macht euer Gewinde zu Sau und dann könnt ihr den ganzen Motor auseinanderlegen und das Gewinde eventuell neu reinschneiden lassen. Jetzt muss ich an die dritte da, an die vierte, und da werde ich wahrscheinlich ohne Gelenk nicht drum herum kommen, weil ich hier nicht vom Sicherungskasten, Batteriekasten, Entschuldigung, nicht vorbeikommen werde. So, mit Gelenk geht es schon, aber man muss halt aufpassen, dass man da jetzt das nicht alles zur Fotze macht. Also wie sehr vorsichtig. Gegebenenfalls hätten wir jetzt eine kürzere Verlängerung gebraucht. Oder Alternative haben wir jetzt überlegt, kann man auch den Batteriekasten ausbauen. Kommt man auch optimal hin. Aber dazu habe ich jetzt keine Lust, ganz ehrlich gesagt. So, und sie ist eh schon locker. Von daher kommen wir da schon hin. Bloß mit dem Drehmoment müssen wir dann mal schauen, wie wir da optimal hinkommen. Jo, die letzte jetzt. Ist auch wieder rein. Dazu machen wir das Gelenk weg. Erstmal hier draufstecken. So. Und jetzt wieder hier hinten rein. So, wenn wir jetzt alle Zündkerzen handfest angezogen haben, werden wir es mit dem Drehmomentschlüssel und 25 Newton die ganzen Zündkerzen nachziehen.
Drehmomentschlüssel auf 25 Newton stellen. Hier sind 20. 25. Zack. Erstes Drehmoment erreicht. Ist nur ganz wenig, also das kann man auch zur Not mit Gefühl anziehen, aber ich zeige es euch jetzt, wie man es mit Drehmomentschlüssel macht. Jedenfalls wäre ein kleinerer Drehmoment besser gewesen. Klack. Drehmoment erreicht. So, und jetzt haben wir hier die fummeligste Angelegenheit, da hinten reinzukommen mit Drehmoment. Könnte aber klappen, weil mein Drehmoment ist kürzer als. So, wie gesagt, ich bin da reingekommen. Jetzt auch anziehen. So, Drehmoment erreicht. Jetzt erstmal Drehmomentschlüssel wieder abstecken. Und wir haben jetzt die vier Zündkerzen mit 25 Newton angezogen. Jetzt die Zündspule wieder rein. Da kann man jetzt im Endeffekt nichts vertauschen, weil wir setzen sie jetzt so wieder drauf und stecken immer das längste Kabel von hinten dann nach vorne, weil von hinten nach vorne werden sie kürzer. So, wie gesagt, das längste Kabel ist das hier. Das kommt natürlich in den letzten Zylinder, also in die letzte Zündkerze. Und das richtig draufstecken. So, das ist drauf. Das merkt man, wenn es dann so drauf flutscht. So, dann das nächste Kabel. Das kann man sich dann hier so nur zurechtlegen. Aber wenn ihr die Kabel vertauscht, passt eure Zündreihenfolge nicht mehr. Und dann, ja, kann es sein, dass euer Motor läuft wie Sackmüsse. Zack, der ist auch drauf. Es macht immer so ein kleines Klick oder Flop-Geräusch. So. Zack. So. Alle wieder fest. Nochmal kurz überprüfen, ob wir auch richtig angesteckt haben. Hier steht nämlich 4 drauf. 3, 2, 1. Genauso wie hier auf der Zündspule. 1, 2, 3. So, 8er Schrauben wieder fest und somit wäre der Zündkerzenwechsel geschehen und natürlich euren Stecker von der Zündspule nicht vergessen wieder anzustecken. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Zündkerzenwechsel. Persönlich nehme ich immer Zündkerzen von NGK, weil die einfach besser sind, weil wir hatten nämlich dieses Jahr schon Probleme mit dem M44 Motor, da haben wir Bosch verbaut gehabt und die hat es uns immer wieder rausgeschossen und deswegen persönlich nur noch NGK. Beispielsmotor M43 kann man auch auf die ganzen anderen Modelle anwenden, ist nur ein bisschen anders da aufgebaut. M44 ist oben, genauso wie M52, M42 auch und M50. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das war jetzt, wie gesagt, das Video dazu, wie man Zündkerzen wechselt. Und wenn ihr alles ordnungsgemäß einhaltet mit Drehmoment und so weiter und so fort, kann auch nichts schief gehen. Ich sage Servus, bis zum nächsten Video. Wer mich jetzt noch nicht kennt, kann mich jetzt hier kostenlos abonnieren. Somit verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Hier unten mein Zweitkanal, da könnt ihr mich auch gerne abonnieren oder besuchen, je nachdem. Und hier an der Seite die vorigen Videos, wie gehabt. Ich wünsche euch was. Servus.